Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Nadine Hub. Und zwar sind wir heute mal wieder im Invictus Gym. Ja? Wir haben wieder einen strammen Plan gehabt dieses Wochenende. Aber worauf ich mich am meisten gefreut habe, ist, dass die Katja heute da ist. Die Katja Nova. Hallo, grüß dich. Ja, die kommt nämlich aus Hamburg. Ja, was ein Zufall. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen uns unbedingt zusammentun. Wir waren jetzt die Saison über zweimal auf der Bühne zusammen. Ja, genau. Und haben aber eigentlich nie zusammen trainiert. Nee, gar nicht. Hatten auch noch nie Zeit, irgendwie zusammen zu quatschen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig über die Einladung heute. Vielen, vielen Dank. Und, was machen wir? Genau, was machen wir? Wir machen Rücken. Wir machen heute Rücken. Rücken wird heute geballert. Genau, weil wir hier auch extrem geile Rückengeräte haben. Das heißt, ich denke mal, wir fangen an mit Latziehen, gehen dann auf eine Ruderübung über und schauen wir einfach mal, was da ist. Genau. Und ich habe ein bisschen Angst, ja, weil Katja hat nämlich so einen Rücken. Aber gut, man muss sich mit dem Besten messen. Ja? So, ich werde mir jetzt nochmal schnell eben mein Drink fertig mixen. Hier seht ihr meine entsprechenden Supplements, die ich dann fürs Training nutze, und dann geht's gleich los. Okay, und du? Ach, du machst Energy. Nein, du warst einmal Rain. Grüße gehen raus. Du hast schon fertig. Ich habe schon fertig. Was Shaker. Ist da drin? In meinem Shaker sind natürlich wieder die Aperol ERAs von Big Sound, ja. Immer noch dieselben von vor 3 Tagen? Ja, die sind geil. Nein, die ich meine, steht das schon 3 Tage? Nein. Wahrscheinlich nicht. Irgendwann stinkt es. Mhm. Ja. Deswegen. Der Shaker ist derselbe, ja, aber ich habe mal ein bisschen Wasser drüber laufen lassen und habe mir die wo sind die denn? Hier. Mit dem richtig passenden rum. Logo. Warte. Zack. Okay. Ich suche noch meinen Löffel. Logo. Brauchst du einen Löffel? Das ist immer das Gleiche, ne? Was brauchst du? Ich nehme irgendeinen, ja. Soll ich die von mir eingeben aus der Big Soul-Dose? Nee, ich brauche nur einen. Und, den brauchst du. Dankeschön. Natürlich ein Schuss Citrullin und Salz, 2 Gramm und eine Flasche Explore. Erster Arbeitssatz. Ja. Fullstack. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt hier gleich nochmal. Okay, können wir bitte wegrennen? Kreuzhebel. Kreuzhebel. Festen Rückentrainingsplan, den wir heute hier danach trainieren? Oder ist es heute für dich? Also, ich fange immer mit Latzi an. Okay. Ich trainiere eigentlich immer ungefähr dasselbe. Ich habe einen Trainingsplan. Mhm. Wenn mir aber irgendwie eine Übung besonders Spaß macht, dann baue ich die halt mit ein. Ja, für das Training dann an dem Tag oder grundsätzlich dann dein Plan? Immer. Okay. Ja. Also es ist hier vor allen Dingen. Ja. Also wenn ich zu Hause bin, dann habe ich schon so meine Maschinen, die ich einfach mache. Mhm. Aber wenn ich dann hier bin, dann ist dann meistens auch immer wieder ein neues Gerät da. Dann will ich schon wieder was Neues ausprobieren. Ja, man merkt sofort auch den Unterschied dann, finde ich. Voll. Ne? Also auch wenn ich habe ja auch zwei bis drei Gyms, wo ich trainiere, und ich wechsle auch bewusst wegen den Maschinen, dann ist die Führung ein bisschen anders. Dann haben die da, wie gesagt, andere Maschinen als in einem anderen Gym, und merkst du direkt nach dem Training, finde ich. Voll. Geil. Geh? Ja. Ich würde es nicht kennen, gell? Mhm. Oder Stoß und Reißer, oder? Also es kommt ganz drauf an. Also ich versuche mal echt konzentriert, sehr konzentriert zu arbeiten, mich echt immer auf den Muskel zu fokussieren. Und hast du es leichter gemacht? Ja, ich hatte leichter als du. War das ein Aufwärtssatz? Nee, das war der erste schon. Echt jetzt? Ja. Hä? Das kann Naja, ich arbeite mich ja erstmal ran. Also je nachdem, wie ich ins Training gehe. So, und entweder mache ich eine Pyramide draus oder
Ich merke nach dem ersten Arbeitssatz, heute passt es irgendwie richtig gut mit dem Gewicht. Dann haue ich ein bisschen mehr drauf, aber ich taste mich schon in den ersten Sätzen im Training immer ran. Man muss auch dazu sagen, Katja war jetzt in der langen Zeit auch krank. Ja. Ja, ich war insgesamt ja auch fast 4 Wochen aus dem Training raus. Heute ist mein 4. Training. Also erstmal wieder überhaupt in den Körper reinfühlen, das ist schon komisch. Das ist jetzt bei Pixel. Sieht schick aus. Ja, auf jeden Fall. Steht dir gut. Danke. Ja. Das sagen Weichwalzer. Also warm ist mir auf jeden Fall jetzt schon. Was ist denn das für eine abgestürzte Flasche? Ich wollte gerade sagen, hast du Katjas Feldflasche? Die ist so geil. Bist du ein Ex-Bundi? Warst du noch im Bund? Nein, die ist richtig geil. Das ist so ein 2 Liter. Die aufs Feld oder so? Nein, aber wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und ich trinke bestimmt 5 Liter am Tag mindestens, dann hast du zumindest eine große Flasche dabei und das Geile ist, die kannst du dir umhängen. Komm drin, Katja! Jawohl. Okay, zu spät. Das ist das selbe wie auch, ne? Ja, komm, das kommt noch. Mal Hudon. 140? Ich mache keinen langen Hand im Hudon heute. Also ich habe immer noch das Kreuzheben im Arsch. Wir wärmen uns jetzt hier ein bisschen auf, ja? Nach dem schweren Latzugtraining machen wir jetzt entspanntes Rudern. Wir können auch auf den Weihnachtsmarkt rudern. Katja möchte direkt was raufpacken. Ja. Soll ich dir was draufpacken? Ich dachte, du machst noch wirklich weitermachen. Ach so, nö. Katja, sie hat gesagt, entspannt. Also nicht anstrengend. Wir sehen ja, es ist Sonntag, ja. Tag des Herrn. Mach ich mal ein bisschen. Wir sind ja im Training, nicht auf der Flucht, ja? Ja, cool. Jetzt mal gucken, wo ich richtig bin. So, du hast es gesehen. Ja. Kurz die 20er-Scheibe noch drauf. Können wir mal zählen hier gleich. Bist du eigentlich gebotoxt? Ich? Nee. Du hast so eine extrem glatte Haut. Nee. Das ist tatsächlich viel Pflege. Echt? Und Kosmetikerin. Glatte. Glatte mit Doppel-D. Glatte. Glatte. Ja, eine glatte Haut. Kannst du was sagen? Ich hätte was abgenommen. Ach so. Also. Super. Also, sehr zuvorkommend. Okay. Die Hamburgerin. Ihr schneidet euer beiden Trainingsprinzipien auch gar nicht, ne? Naja, was. Ich meine, Nadine und ich, wir sehen uns nicht heute zum ersten Mal, aber wir trainieren zum ersten Mal. Und jeder weiß ja so über den anderen gar nichts über das Training. Aber ich bin auch überrascht, wie gefühlvoll du trainierst. Ja. Ich hätte gedacht, bei Heiko ist Reißen, Schmeißen, Schreien. Nee. Also auch irgendwann, aber in erster Linie geht es ja darum, dass ich ja gut den Muskel erstmal treffe. So, und dann ist es das Gewicht ja in dem Moment erstmal gar nicht wichtig. Das kommt ja dann eher im Nachhinein. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch noch nicht so richtig in der Offseason drin bin, brauchst du noch Piano? Brauche ich natürlich erstmal nochmal, bin jetzt noch ein bisschen in der Regeneration, erstmal reinkommen. Aber dann wird es natürlich mit den Gewichten mehr und dann bist du ja automatisch doch nicht mehr in dem nur Muskelgefühl drin, sondern guckst natürlich auch schwer und falsch, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Also von daher, ja, ganz unterschiedlich. Aber ich kann mich auch mit wenig Gewicht und gefühlvoll umbringen. Also so ist es nicht.
Vielleicht soll ich mir da mal eine Scheibe abschneiden von dir. Gell? Gell? Weniger stoßen und reißen. Wobei, also mein Trainingsstil hat sich jetzt seit dem Kimatzen auch geändert. Früher habe ich extrem gerissen und gestoßen. Also ich merke echt noch, wie mir gut Power fehlt. Wahnsinn. Und die Pumpe wahrscheinlich. Ja, es kommt beides zusammen, aber überhaupt nicht schlimm, weil das gehört nämlich auch dazu. Zu dem Prozess dazu, wenn man mal Pause macht, auch mit Köpfchen und langsam wieder reinzugehen und zu akzeptieren, dass der Körper die Pause brauchte und ja, man nicht auch sofort wieder ins Training gehen kann und da aufhören oder weitermachen kann, wo man aufgehört hat an der Stelle. Ne? Und dem Körper auch wieder Zeit gibt, da reinzukommen. Solltet ihr vielleicht echt mal zuhören. Hey! Hey! Ich hab's nicht. Ja, der Kopf. Oh, pack mal nur 20er! Ja. Das Problem ist, dass der Kopf nicht immer ganz mitmachen will. Bei mir ist es dann so, wenn ich trainiere und ich die letzten Wiederholungen habe ich nicht gerissen, so blöd sich es anhört. Es ist ja nicht immer alles gleich schwer und falsch, sondern ja. So, dass mir die Pumpe so geht wie dir. Ja. So will ich aus dem Training raus. Und wenn ich dann nur so rumpimmel, du pimmelst ja nicht rum, aber für mich jetzt, für meinen Teil, und da nicht so richtig Druck dahinter spürt, dann das befriedigt mich nicht. Mhm. So, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Also ich hatte das ja auch, bevor ich zu Max gegangen bin ins Coaching. Das war ein ganz anderes Training. Was heißt ganz anders? Hit, aber in jeder Übung, in absolut jeder, ob große Muskel, kleine Muskel, war völlig egal. Da bin ich unzufrieden, also fit aus dem Training raus. So, okay. Ich bin trotzdem gewachsen. Ja, ja, klar. Aber es ist natürlich dann ein anderes Training. Also ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich habe gar keinen Trainingsplan und tatsächlich ist das auch so. Also ich trainiere im Sechser-Split, ich habe dreimal Unterkörper, dreimal Oberkörper und ach so. Ja, und dann trainiere ich wie, also den Trainingsplan, so wie heute Rücken. So gesagt, Katja, wir machen mal nach deinem Trainingsplan, dann hätte ich mir überlegt, worauf habe ich heute Bock und danach trainiere ich. Ich weiß, welche Anzahl an Sätzen ich habe und dann suche ich mir die Übung aus für den Tag. So, wie teilst du deinen Unterkörper auf? Vorne, hinten, Arsch? Ja. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Und ich habe Quad und Beinbeuger immer getrennt gehabt und habe jetzt den Arsch noch mit zugenommen seit letztem Jahr, weil ich da natürlich auch eine große Schwäche habe und deswegen ein bisschen mehr Fokus drauf. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, ich entscheide immer täglich, was ich trainieren möchte und suche mir dann die Übung aus und dann entscheide ich halt nach Muskelgefühl. In der Vorbereitung auch? Bitte? In der Vorbereitung? Ja. Okay, krass. Komplett. So, und Heiko, also ich weiß ja, wie die Übungen, die ich machen will, ich habe ja eine große Auswahl in den Gyms und dann suche ich mir das halt entsprechend aus und wenn ich das Gefühl habe, dass heute Latzin besser reingeht als eine andere Übung, ja, dann mache ich davon vielleicht einen Satz mehr, aber wenn ich merke, es bringt halt nichts, dann kann ich mir auch eine andere Übung raussuchen, die vielleicht noch besser reingeht und wo ich vor allen Dingen mehr Spaß dran habe. Mhm. Und dann variiere ich halt häufig immer noch in den Sätzen. Entweder mache ich dann mal einen Reduktionssatz oder ich mache mal mit Halten, wo ich halt Bock drauf habe. Ja, aber das muss ich dann zum Schluss. Das man spürt, dass man im Training war. Ja, das sowieso. Mein, das sowieso. Sonst, ja. Schade. Da kommt der Super Saiyajin durch auf den Arm, ne? Das Geile ist halt, so wenn du dich steigerst im Training und du nicht in der Vorbereitung bist, wenn ihr versteht, das sind halt dann wirklich die richtigen Erfolgserlebnisse, finde ich. So, weil du hast dein Essen, du hast dein Training und du hast einfach bei mir jetzt Supplemente von Big Sound, bei dir von Olymp, aber sonst nix. Ja. Also wirklich rein. Nix. Training. Nix. Ja. N-I-K-S-C-H. Genau. Nix. Nicht. N-I-S-C-H-T. Weil du steigerst dich trotzdem. Deswegen ist gerade so eine Regenerationsphase nach dem Wettkampf extrem wichtig. Auch wenn es schwer für den Kopf ist, muss man ehrlich gestehen, ja, die Form verändert sich. Die Routine, die Supplement-Routine ändert sich. Aber das ist dann so der wahre Erfolg, ja.
wenn man trotzdem stärker wird. Das ist dann geil. Jetzt spottest du? Ja, natürlich. Natürlich. Dafür bin ich da. Wollte gerade sagen, auf geht's, ne? Das muss man auch akzeptieren, dass die Kraft nicht da ist, aber dass es trotzdem die 100% des Tages sind. Ja, weil das Gewicht ist relativ, tatsächlich. Ja. Weil jeder hat anders viel Kraft. Wichtig ist nur, dass man einfach immer sein Maximales rausholt aus dem Training. Und dann sieht aus. Und einfach den bestmöglichen Reiz dann fürs Training schafft, egal wie. Ob nun mit Gewicht, mit entsprechenden Übungen, Griffe, Haltung, Pyramide, Reduktionssätze, was auch immer. Aber apropos so, Reduktionssatz. Machen wir, oder? Machen wir. Okay, also ich würde sagen, ich mache jetzt hier, fange wieder mit 3 an und dann stehe ich schon fest vorne und dann eine Runde und dann aufs Boden von 60, 40, 20, ja? Ja. Okay. Einmal alle. Reichen. So, wir machen jetzt mal von oben. So, was machen wir jetzt? Coach B, sollen wir die Nautilus machen? Hä? Ach komm! Ach komm! Coach B? Nee, mach doch hier die Dings. Sieht cool aus, ja. Kennst du die? Oder machst du sie zum ersten Mal jetzt? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Aber ich wollte jetzt nicht mit denen und nicht hier arbeiten. Das ist auch nur die Ablage. Das ist die Ablage. Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Geil. Du bist nicht bin voll drauf reingefallen. Hat geklappt. Wir hatten tatsächlich schon welche. Die sind dann von da hierher gelaufen. Mit den 20 und haben dann hier drauf gelegt, wie blöd. Und wundern sich immer. Ja. Das ist okay. Wie bei der Bauchmaschine von, ja. Von Hammerstray. Ich weiß nicht. Ja. Hast du hinten und seitlich, ja. Ne? Ja, und die haben auch, hinten ne? draufgelegt, wie blöd, ja. Und da hinten, die haben so motzte F-Muskeln. Da bin ich aber auch schon zweimal drauf reingefallen. Okay, machen wir auch 2 Sätze. Ein Maximalgewicht und dann maximale Wiederholungen. Je nachdem, wie das erste Maximalgewicht ist, oder? Ja, hast du eine Anzahl an Wiederholungen? Die du dir mal vorgibst im Satz, oder? Mm-mm. Eigentlich nicht. Also ich sag, bei maximal heißt ja eigentlich immer so, ja so 8 sind gut. Ja. Ja. Wenn es 6 sind, ist auch okay, aber dann weißt du, okay, das ist wirklich jetzt maximal gewesen. Aber ich höre nicht automatisch auf. Mhm. Also wenn jetzt 9, 10, 11, 12, 13 gehen, dann mache ich genau die Anzahl. Dann gehe ich aber beim zweiten Satz, beim Reduktionssatz eigentlich, dann nehme ich dann nicht weniger Gewicht. Ja. Weil die Wiederholungszahl wird dann automatisch weniger. Ja. Ja, wenn du dasselbe Gewicht benutzt, wenn du an deine Maximalkraft gegangen bist. Deswegen, ja. Aber jetzt gerade voll typisch, so ein Gerät, großer Muskel, da mache ich dann echt immer nur 2 Sätze, ja. Ja. Mhm. Und jetzt bei Lazzi zum Beispiel, bei Lazzi mache ich immer 3. Bei Rudergeräten eigentlich immer 2. Dann sowas wie Überzüge mache ich dann wieder 3. Okay. Ja. Man tastet, macht ja eh immer mehr Sätze, ja. Man tastet sich ja auch an seine Maximale immer hin. Ich muss sagen, ich habe für mein Rückentraining immer so 20, 25 Sätze. Pro Training, je nachdem. Arbeitssätze? Ja, Arbeitssätze. 20 bis 25 Arbeitssätze. Wobei, ich schaffe das auch in einer Stunde durch zu sein. Ne? Also da gucke ich schon drauf, dass mein Training nicht länger als eine Stunde oder 10 dauert. Und dann
passe ich das Gesicht immer dem aktuellen Training an. Also so wie heute, ne? Wenn ich merke, nach so einer langen Pause, da ist noch nicht viel zu reißen, dann nehme ich trotzdem, dass das halt geht. Und dann entweder, wenn ich merke, nur 4-5 Wiederholungen wie gerade, dann mache ich einen Reduktionssatz draus. Aber ansonsten, ja, mache ich meine 20-25 Sätze und mache einfach nach Gefühl. Entweder, wenn ich merke, dass ich mit einem hohen Gewicht gute Arbeitssätze schaffe, und wenn es dann doch zu schwer war, mache ich halt einen Reduktionssatz draus. Ja. Okay. Reingeht, da, also das ist jetzt wirklich ein Gerät, wo ich sage, okay, da muss man nicht stoßen und reißen, weil das gar nichts bringt. Das bringt einfach nichts. Ja, das ist aber auch so, wenn du geführt, jetzt, dass du da, ja. Das ist auch das Schöne an den Maschinen, also ich wechsle tatsächlich auch immer, mal mit freien Gewichten oder auch die Griffe an den Maschinen, auch oben am Turm, da hast du ja immer noch ein bisschen Spiel. Auch da variiere ich auch mal mit den Griffen, mal fasse ich ein bisschen enger, mal 5 cm weiter nach außen oder nicht. Und je nachdem, was sich an dem Tag halt auch gut anfühlt, ne? Da kannst du schon eher reißen als hier, weil das fühlt ja so eng und so gut. Ey, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's pita. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire. Katja hat hier auch jetzt so eine komplett andere Technik, als ich sie mache. Ich gehe immer gerade hoch, gerade runter. Aber Katja muss man auch da nichts irgendwie erklären, weil typisches Beispiel, es ist scheißegal, wie jemand trainiert. Natürlich gibt es auch welche, die extrem falsch trainieren, aber jeder spürt es einfach auch anders. Ja, also Katja Rücken zeigt, glaube ich, ganz klar und deutlich, dass das, was sie macht, Erfolg hat, dementsprechend. Wenn sie das so spürt, dann spürt sie das so und dann passt es auch. Aber das muss man tatsächlich erst lernen, ne? Und ich bin immer noch dabei, ob es der Rücken ist oder ob es die Schultern, Arme sind. Wobei ich muss sagen, durch die Bizeps-OPs spüre ich die. Stimmt, du hattest spüre ich die. Ha, die harte die Arme nicht die Abrisse, ja? Ja. Beidseitig, gell? Beidseitig nacheinander, wobei im einem Jahr operiert worden, ne? Deshalb sehen ihre Doppelbizeps besser aus als deine. Nee, bei mir fehlt was. Das sieht komisch aus. So sieht alles normal aus, aber bei der Doppelbizeps kannst du schon Training abgerissen? So genau kannst du es gar nicht sagen, ne? Weil ich sag mal, über 20 Jahre Schreibtischtäter und dann habe ich mir ja mit 35 in den Kopf gesetzt, Bodybuilding zu machen. Wie alt bist du? 39. Und dann habe ich mit 35 erst angefangen. Wirklich mit Hanteltraining und Bodybuilding, vorher nie was gemacht. Und Ja. Also das heißt, du trainierst eigentlich erst 4 Jahre? Ja, jetzt sind es im Januar, sind es 5 Jahre. Ja, vorher habe ich nie was gemacht im Bodybuilding. Kranke Scheiße, das ist gnädig. Und dieses Jahr Pro geworden. Ja, nicht nur, ist doch letztes Jahr, stimmt, sorry. Sehr viel Arbeit gewesen, ja. Ja, aber letztes Jahr Profi, dieses Jahr drei gute Wettkämpfe gemacht. Also, was sagt ihr das? Stabil. Bodybuilding ist? Genetik, ja, mit und einfach durchziehen. Du musst einfach durchziehen. Weil jeder, also viele sagen immer, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das stimmt nicht. Du willst nicht, ja? Weil wenn du was willst, dann machst du das, egal was rechts und links ist. Ja, so. Und dann schaffst du das auch. Und bei mir war die letzten Jahre wirklich sowohl, also im Privatleben totaler Fokus einfach auf den Sport. Auf Regeneration, auf das Training. Länger, ne? Ich wollte gerade sagen, wir beide kennen es ein bisschen länger. Du kennst mich schon seit meiner Anfangszeit. 2019, ja. Und hast so den Weg verfolgt und weißt ja auch, wie ich so ein bisschen... Einfach ein paar Jahre durchziehen. Ja, 100% ein paar Jahre und dann... In allem und nie was auslassen. Das kriege ich auch mit meinem Kopf nicht vereint. Also
Da wird nicht irgendwo geschummelt, ob es Posing oder sonstiges ist. Ja. Wird halt durchgezogen, ne? Und ist so. Genau, Nadine. Und was soll ich sagen? Ist so. Weil es scheißegal ist, wie voll dein Tag ist. Ja, jeder Tag darf nicht vergessen, wie voll. Du hast auch noch zwei Kinder. Und das finde ich, muss ich jetzt mal sagen, ich, Single, keine Kinder, finde das, also man ist insbesondere in der Prep, bist du mit so vielen Dingen einfach beschäftigt und da muss der Ablauf einfach stimmen. Und da kannst du erst recht nicht sagen, oh, jetzt kürze ich mal irgendwie ab. Ja, oder suche Ersatzessen oder mach nur ein halbes Training, das funktioniert nicht. Und ich bin schon viel beschäftigt damit in der Diät. Aber ich frage mich dann in solchen Momenten, wie schafft es jemand so wie du, der noch zwei Kinder um sich rum hat und das irgendwie alles, nicht nur sich, unter einen Hut bringen muss mit dem Training und allem, was dazugehört, sondern auch noch die Kiddies. Und da ziehe ich wahnsinnig meinen Hut vor. Wirklich. Ja, ich muss echt sagen, so nervig betrachtet ist das manchmal schon eine Herausforderung. Ja. So, vor allem in der Prep, weil du bist halt einfach dünner. Ja. Das ist Fakt. Ja. Und die Regeneration, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt mal ausschlafen. Ja. Das gibt's halt nicht. Oder einfach mal zwei Stunden auf der Couch chillen und einfach mal. Ja. Ne? Und weil das Problem ist, die gehen in den Kindergarten, ja, aber in dieser Zeit, ich bin ja alleine, ich habe Katze, mein Haushalt, meine Wäsche. Ja, klar, einkaufen, preppen, Training, du musst das alles in der kurzen Zeit und kriegen, ne? Ja. Aber ich glaube, ich brauche das auch. So, weil ich finde, Kinder, du guckst in die Augen und die sind einfach mit dem wenigsten zufrieden, ja. Die wollen eigentlich nur, dass du dich hinsetzt mit denen und spielst oder was backst oder was malst. Also, und diese Zufriedenheit, die überträgt sich brutal auf einen selber, finde ich. Und da bin ich schon sehr dankbar auch meinen Kindern. Also, da kriegst du ganz, ganz viel Energie dann auch wieder zurück. Voll. Ne? Ja. Die wir jetzt brauchen. Ja. Aber du kannst machen, wie du willst. Also ich mag die Übung lieber einarmig aufgrund meines Vorbaus. Wir machen jetzt Rudung von unten. Ne? Wir hatten jetzt von oben, um den Iliak zu treffen. Und jetzt rudern wir schön von unten, um das Ganze dann abzudecken. Danach würde ich sagen, machen wir vielleicht noch eine High Row und dann Überzüge und dann sind wir durch. Packst du mal Gewicht drauf? Jetzt habe ich ein bisschen Gewicht drauf gepackt. Ja, jetzt kommen wir auch hier langsam. So zwei Plates. Hier. Ja. Sonst wird mal kalt. Eben, das wollen wir nicht. Okay. Hä? Katja macht den Gürtel schon rum. Die nimmt gleich vier Plates. Ich schwör dir, ich mache auf jeden Fall. Ist immer noch zu leicht. Mir scheißegal. Ich will jetzt mal richtig ballern hier. Ja? Hast du gehört? Hab ich. Und machst du. So. Also. Machst du auch mal auf am Satz oder legst du gleich los? Nee, ich mach direkt weiter. Da ist er wieder, die Buchhaltung, ja? Die Buchhaltung, die macht mich hier schon wieder verrückt. Da, guck. Ah. Der Hubert, der sieht nicht so gut aus in seiner gestreiften Leggings. Komm, Katja. Komm. Hopp. Katja kann auch ballern. Die kann auch ballern, guck. Ich kenne Katja noch anders. Ja, das Olympic Hamburg komplett auseinandergeht. Und das Fit One. Ja, stimmt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit Heiko das Beintraining gemacht habe. Der Beinpresse lag. Ich konnte echt nicht mehr. Das ganze Gym war voll Primetime. Ich konnte nicht mehr, wollte aufhören. Und er hat oben, du musst mal die Fläche da sehen, das ist riesig da. Er hat sich da oben zusammengeschrien. Du machst jetzt weiter, du hörst nicht auf. Ich glaube, alle haben sich umgedreht. Aber hier, da sind noch viele danach auf mich zugekommen. Gefragt, ob alles in Ordnung ist. In dem Moment. Ich kam im Bunker damals keiner. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnert. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Und in dem Moment denkst du einfach nur, ey, fick dich. Aber ganz ehrlich, wenn du das geschafft hast, du bist so glücklich und du bist so unfassbar stolz. Das ist Wahnsinn. Ich im Bunker, ja? Mein Justin, mein Sohn, der kam dann danach zu mir und hat gesagt, Martin, du hast wirklich geweint, ja? Und ich habe ohne Scheiß, ich habe geheult. Aber nicht wegen dem Schmerz, sondern du denkst, du schaffst es nicht, ja? Und du drückst trotzdem weiter. Ja. Und also dann da passiert alles was in dir raus. Drin. Ja, genau. So, da passiert irgendwas in dir drin, das ist echt krass. Ja, ich krieg keine Gänsehaut. Ja. Ey. Ich sag ja, danach bist du einfach nur
bist du einfach nur stolz, ja, dass du da nochmal über deine Grenzen gegangen bist. Das ist einfach so verrückt. Gehst du jetzt über die Grenzen hier mit drei Plates? Schon mal geschafft? Ja. Hast du schon geschafft? Ja, aber warum machen wir dasselbe Gewicht? Ich dachte, wir machen Progress. Ja, aber wir sind doch jetzt im Detox, ja? Ich muss mich von der Diät erst wieder rauskämpfen. So. Aber jetzt gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Schön. Alter, Cardio! Was ist denn los hier? Geil! Geil, ja, ich komme hier so richtig rein, so. Richtig gut. Live begins. Ja, Alter. Zwei Wochen habe ich Tattoo-Termin, ja. Lasst euch nicht auf einer Messe stechen von einem Portugiesen. Großer Fehler. Ich sehe schon mein Handy leuchten in zwei Tagen. Nadine, ich habe wieder Fieber. Nein, was ist denn? Nein. Da geht mein Kopf kaputt. Okay. So, eine machen wir noch. Ja. Und dann. Just pacing, marathon lifestyle. We've been running different races. Taking a risk is the same. My people been catching cases. So I'm stacking up faces. Trying to show them different places. Cause they only need to wait, yeah. Ain't had much, but stand down. Stand up and we stand out. Looking for a hand. Bist du doch nicht dabei? Bin doch kein Weihnachtself. Elf mit Ö? Ö. Elf. Sag mal elf. Elf. Elf, du kannst elf sagen. Elf. Justin kann nicht elf sagen. Katja ist auch eine Elfe. Ich bin eine Elfe. Okay, okay, wo gehen wir hin? Bauen wir ab. Ich würde jetzt noch eine High Row machen und dann Überzüge und dann sind wir fertig. Okay. Du hast echt ein Talent dafür, zu den besten Zeiten das auszuziehen, wenn die Kamera aus ist. Ja. Deswegen, aber dann noch kann die Kamera schnell anmachen und draufhalten. was soll ich sagen? Deswegen entsteht auch noch kein OnlyFans-Content. Ich bin einfach zu schnell am Ausziehen. Jetzt ja? Nur Nadine hat. Genau. Kein OnlyFans, aber Nadine hat. Ja. Ah, by the way, wenn ihr sowas unterstützen möchtet, ja, dann unbedingt bei Big Zone einkaufen. Mit Nadine 10 ab sofort, ja, Rabatte sichern, maximale Rabatte. Und dann können wir das öfter machen hier. Ein paar Trainingsvideos und so weiter. Okay, weil die Saison beginnt dann auch schon nächstes Jahr. Meine Diät startet im März ungefähr. Ich weiß es noch nicht. Hängt so ein bisschen vom Plan ab, ne? Och, du, solange wie du immer Diät machst, Katja wird mindestens einmal neben dir stehen. Ja! Schön, was war das für eine lange Saison? Bitte? Ich dachte, ich hatte das Gefühl, ich habe 15 Wettkämpfe gemacht. Ich hatte 4. Ja. Ja. Die Saison ging einfach das so lange, ne? 9 Monate Diät. Ja, für mich waren es auch 8. Und dann habe ich mal überlegt, letztes Jahr ging es für mich im Juni los. Dann im Oktober bin ich ja dann Profi geworden. Dann hatte ich 3 Monate sozusagen Off-Season und dann bin ich wieder in die Diät gestartet, ja, bis dieses Jahr Oktober. Also es war so, ich habe mich so auf die Off-Season gefreut, aber es war so komisch und ist es teilweise immer noch. Ich renne immer noch durch die Einkaufsläden und gucke mir alles total genau, ja, an, weil du, wenn du auf Diät bist, dann läufst du einfach nur noch im Tunnel in diese Einkaufsläden, schnappst du nur das, was du willst. Aber es gibt ja ganz viele, die horten dann. Nee, ja, das kann ich nicht. Habe ich nie gemacht. Nee. Ich schreibe mir dann auf, worauf ich Bock habe. Weil das Problem ist, und dann, ja, das Problem ist bei mir, nach dem Wettkampf, ich habe dann irgendwie gar keinen Hunger. So nach dem Wettkampf habe ich erstmal, ja, Durst. Ja. Wieso? Ich muss dann erstmal wirklich was trinken, ja. Na, Parolo so. Nein, Spaß. Nee, ich habe echt Durst durch das Entwässern. Ja. Gleich mal kurz 1,5 Liter wegtrinken. Ja. Und dann will ich einfach nur überall reinbeißen. Also ja, du weißt ja selbst, also du schaffst ja auch gar nicht wirklich ein Menü. Also man will dann so viel wie möglich an Geschmack irgendwas mitnehmen, aber ich sag mal, wenn du einen Burger gegessen hast, dann bist du so voll, dass du den ganzen Tag nichts mehr essen brauchst, ne? Ja. Und das ist dann zu schade. Deswegen von allem so ein bisschen. We'll be right back.
finde auch wichtig, ist es im Training so viel Variablen wie möglich einzubauen. Ja. Also wirklich schwer, also eine Übung so schwer machen, dann eine Übung richtig isoliert, dass man da wirklich ins Gleichgewicht kommt, damit man einfach alles abdecken kann. Aber so wie es sich gerade gut anfühlt und auch bei der Übung, ne? Also da variiere ich auch. Trainiert ihr auch vernünftig? Ja. Wir haben Beweise. Max, mitkommen. Er lässt dieses Gepimmel nicht los. Zu. Ich glaube, Heiko macht das auch nicht. Nächstes Mal muss Heiko mitkommen, ja? Der soll sich mal nicht so anstellen. Prag ist jedes Jahr, ja? Hat letztes Mal abgesagt wegen Prag. Prag ist jedes Jahr, Heiko. Nächstes Mal kommst du mit. Dann machen wir hier zusammen ein gutes Training mit der Katja. Da trainiere nämlich ich dann euch beide. Ich habe auch einen schönen Gürtel, hey. Mhm. Guck dir das mal an. Ich habe so einen schönen Gürtel nicht. Ja? Wer kann das, wer macht das? Wer kann das, wer macht das? England. England. In England. Hast du selber gekauft? Ja. Nein, hast du selber gekauft? Hast du selber gekauft? Ja. Ja, nee, ich sag mir dann immer, nee. In England, das ist dann. Nee, ich habe gesagt, das ist mein Geschenk. Als ich Profi geworden bin, habe ich gesagt, das schenke ich mir jetzt. Weil, also erstens, die Gürtel sind, also die sind wirklich extrem qualitativ und du kannst dir wirklich von der Farbe, von außen, von innen, die Naht, du kannst dir alles aussuchen. Okay. Die Farbe der Schnalle. Also, wirklich gut. Also schon Nadine. Wenn du mich wirklich liebst, ja. Ja, Code! Code! Nadine 10! Genau! Ja, genau. Mann, 2 Jahre Profi, noch immer kein Gürtel. Sogar auf der Olympia. Shame. Immer noch kein IFBB-Pro-Gürtel. Shame. Shame. Ich habe tatsächlich auch erst seit ein paar Monaten heiße ich auf Instagram IFBB-Pro. Davor hatte ich das nie. Was ist da los? Weil das ist IFBB-Pro, ist ja nicht mein Nachname. Was ist da los? Ja, ich heiße ja Hubi. I'm flexed, but I'm pushing out of weight. Told them all I swear I got it's what it takes. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Okay. Ich glaube, der Dampf ist langsam raus. Überzüge? Machen wir Überzüge. Okay. Ich glaube, dann passt es auch. Ich bin schon lange im Training. Das ist jetzt eine isolierte Übung, ja? Da braucht man wirklich nicht viel, weil das geht dann einfach nur in Trizeps. Bringt dann gar nichts. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein Stück in Trizeps. Die keine Arme trainieren. Ja. Das ist immer kein Armtraining, aber solche Arme. Arme entstehen Hashtag im Rückentraining. Alter, die hat Fleisch. Die ist brutal. Schön Bär. Die ist brutal. Okay, sah nicht schwer aus. Auf die Punkte. Meine Tippen fallen immer falsch raus. Ja, mach Muss, Masse, komm. Die sind keinem Nadine hat mehr fehlen. Wir sind fertig. Ja? Das war ein echt, echt gutes Training. Wir hatten schwere Übungen dabei, wir hatten Isolationsübungen dabei. War eigentlich alles abgedeckt. Ja, schöne Runde. Ich glaube, unser Rücken ist auch ziemlich voll jetzt. Danke, dass du da warst. Ja, ich danke dir für die Einladung. Und wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like da, kommentiert gern. Hashtag mehr mit Katja. Genau. Sehr gerne, sehr gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Mein Rücken ist voll. War ein gutes Training. Voll. Und ganz wichtig, geht mal bei Katja aufs Instagram-Profil. Schaut mal bei ihr vorbei, lasst ein Abo da. Dein Code bei Olymp ist katja.de. Unterstützt mich da auch gerne. Vielen, vielen Dank. Oder bei Katja.de. Und ansonsten wünschen wir euch was. Bis dann. Tschüss.